Schluss mit Krach und Gestank. Akkurasenmäher wollen Benzin- und Elektromähern den Rang ablaufen. Doch sind sie auch für große Flächen geeignet oder für hohes Gras? Welches Modell ist besonders leise? Und wo überzeugt die Handhabung? Wir haben 11 Akkurasenmäher getestet. 7 mit Schnittbreiten bis 43 cm und 4 größere Modelle mit Radantrieb und Schnittbreiten bis 47 cm. In unserer Kaufberatung geben wir einen Überblick über die Testergebnisse und verraten, welche Akkurasenmäher im Dauertest versagt haben. Große Unterschiede gibt es in der Schnittbreite. Am schmalsten im Test war der Gardena, hier rechts im Bild, mit nur 37 cm. Im Test hatte der Husqvarna mit 47 cm die größte Schnittbreite. Husqvarna und Powerworks haben keinen Radantrieb per Riemen, sondern es treibt ein zweiter Motor die Räder an. Damit lässt sich das Tempo an Rasenhöhe und Umgebung anpassen. Der Powerworks hatte im Test allerdings ein Problem mit der Sicherheit. Er fährt von alleine los, wenn man vergisst, den Sicherheitsstift zu ziehen. Immerhin laufen dann die Messer nicht. Wer große Flächen mähen muss, für den ist die Reichweite wichtig. Top ist hier der Stiel. Er schafft mit den beiden beiliegenden Akkus 686 Quadratmeter. Enttäuscht hat der Hellwig Wingard. Mit 194 Quadratmetern schafft er mit seinen beiden Akkus nicht mal die Fläche eines Tennisplatzes. Bei den schmaleren Mähern schafft sogar ein Gerät mit einzelnem Akku deutlich mehr. Der Stieger kommt auf knapp 300 Quadratmeter. Auch Haltbarkeit und Ladezeit der teuren Akkus haben wir natürlich ermittelt. In nur 77 Minuten ist der Stromspender des Stieger aufgeladen. Viele andere Modelle brauchen zum Nachladen über 2 Stunden. Tipp: Wer andere kabellose Gartengeräte braucht, sollte darauf achten, dass diese dasselbe Akkusystem nutzen und auch ohne Akku erhältlich sind. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt. Für häufiges Mähen ist auch eine gute Handhabungsnote wichtig. Bei einigen Geräten lassen sich beispielsweise die Akkus schlecht wechseln, weil sie klemmen oder schwer zu entriegeln sind. Noch wichtiger ist die Haltbarkeit der Geräte. Mehr als 100 Stunden rütteln mussten die Mäher über sich ergehen lassen. Außerdem haben wir auf dem Prüfstand 300 Mähdurchgänge von mindestens 500 Quadratmetern bei trockenem Rasen simuliert. Beim Hellwig Wingard brach dabei der Holm vorzeitig und beim Gardena ist unter anderem der Griff gebrochen. Beide Akkumäher sind damit mangelhaft. Wichtigste Disziplin im Test: das Mähen. Schlechte Mäher rupfen das Gras eher ab, als dass sie es schneiden. Das Schnittbild wird gräulich statt sattgrün. Schon bei trockenem Rasen enttäuschend war der Ryobi. Noch schlechter war er bei feuchtem oder hohem Gras. Außerdem landet viel auf der Wiese statt im Fangkorb. Top bei hohem Gras war nur der Powerworks. Genau, der Selbstfahrer. Insgesamt am besten geschnitten hat der Stiel. Aber er ist der lauteste Mäher im Test, so laut wie ein leiser Benziner. Insgesamt ausgewogener und weniger laut war beispielsweise der Einhell. Welche beiden Mäher im Test rundum gut abgeschnitten haben und alle weiteren Testergebnisse unter test.de Akkurasenmäher.